Bei vielen Flüchtlingen, die zurzeit zu uns kommen, auch in die Region, stellt sich natürlich an erster Stelle die Frage nach einer besseren Integration der Fremden. Und da fällt der Blick sofort auf ein paar Dinge, die wahrhaft völkerverbindend sind, wie zum Beispiel dem Sport. Aber auch die Kunst und die Kultur kennt weltweit eigentlich nur eine gemeinsame Sprache. Und deshalb hat sich in Braunschweig der Verein Grins gegründet. Hervorgegangen ist dieser Verein aus der Initiative Asyltheater, einem Theaterprojekt in der Erstaufnahmebehörde der LAB in Braunschweig, von 3 Studierenden der Hochschule der Bildenden Künste im Frühjahr 2014. Zu dem Angebot dieses Vereins sagt Regina Peper, eine der Verantwortlichen. Ja, es gibt verschiedene Angebote. Also es gibt einmal Workshops, die einfach nur als Angebot da sind, damit die Menschen sich begegnen können, sich kennenlernen können und einfach ein bisschen Spaß haben zusammen. Es gibt Workshops, wo wir an 3 Tagen hintereinander zusammenarbeiten und dann auch auf eine Aufführung hinarbeiten, die wir entweder in Kralenriede in der deutsch-brasilianischen Gemeinde machen oder zum Beispiel hier im Theaterpädagogischen Zentrum in Braunschweig. Da geht es darum, dass wir eben tatsächlich nicht nur ein bisschen miteinander spielen, in Anführungsstrichen, sondern eben, dass wir tatsächlich Theater machen. Aber natürlich auch, es geht darum, dass das Projekt und die Arbeit in der Stadt auch sichtbar wird. Stellt sich natürlich die Frage, wenn man mit Flüchtlingen arbeitet, ob es da nicht große Probleme der sprachlichen Kommunikation gibt. Wir kommunizieren mit Händen und Füßen und irgendjemand spricht immer ein bisschen Englisch und übersetzt das dann ins Arabische, ins Kurdische, in die vielen verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen werden. Wir arbeiten darüber über Imitation. Wir arbeiten natürlich auch mit Wiederholung. Also irgendwann kennen alle die Übungen. Und tatsächlich ist es natürlich sehr bereichernd, mit Menschen, die einen unterschiedlichen Hintergrund haben, die ein unterschiedliches Alter haben, zusammenzuarbeiten. Und die Missverständnisse, aber auch das Verständnis, was dabei entsteht, ist eigentlich ja das Spannende. Und wie sieht die Situation hinsichtlich der Sicherheit aus? Wenn junge Frauen mit Flüchtlingen zusammen Theater spielen, wäre es ja durchaus möglich, dass es Konflikte gibt oder womöglich sogar Belästigungen, die ein Thema sind. Für uns ist das tatsächlich eigentlich gar kein Thema. Wir arbeiten einfach mit Menschen zusammen in unserer Rolle als Spielleiter, als Anleiter, aber natürlich auch als Menschen, die anderen Menschen begegnen. Und wir haben einfach bisher keinerlei Erfahrung in diese Richtung gemacht. Ich denke, das hängt damit zusammen, wir gehen mit einer Offenheit und einem Vertrauen da rein und wir bekommen ganz große Offenheit und Vertrauen zurück. Das wirklich Interessante und Spannende an diesen Projekten ist allerdings die Transparenz und Offenheit. Und so sind nämlich alle Workshops nicht nur den Flüchtlingen vorbehalten, sondern allen. Das heißt, mitmachen kann jeder, der Lust dazu hat. Theresa Meidinger sagt dazu, wo wir immer Menschen empfangen und uns auch freuen, wenn die dabei sind, sind bei den Workshops. Und man findet eigentlich alle Informationen zu den Workshops auf unserer Homepage des Grins-Vereins und kann da gucken, wann ist der nächste Workshop, wo ist der, und dann gibt es auch eine Kontaktadresse, um uns anzufragen, wie schaut es aus, darf ich mal da mitmachen. Und so bietet letztlich die Kunst und gerade das Theaterspielen eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich besser kennenzulernen, um Vorbehalte abzubauen zwischen den hier lebenden Menschen und den Flüchtlingen. Radio 38 Kultur.